So, ich habe jetzt die Kameras an. Okay. Ah, ja, schön. Ihr müsst euch jetzt benehmen. Genau, okay. Und erstmal einen schönen guten Morgen sagen. Einen schönen guten Morgen. Und wohin fahren wir denn heute? Erzähl mal, wo wir... Wolfsburg. Wolfsburg. Und was gibt's da? Schweigen im Walde. Wir fahren zum Fellows Ride, ganz genau. Wir treffen uns jetzt gleich an der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Und dann geht's heute auf die Motorraddemo. Und zwar mit offenem Visier für Depressionshilfe. Das machen wir heute. Es geht in einem Motorradkorso von Wolfsburg nach Hannover über Land. Genau. So, und da sind wir jetzt gerade hin unterwegs. Jetzt sind es noch 5 Kilometer bis zum Stadion. Und es werden schon immer mehr. Gerade eben an der Tankstelle waren wir schon, hatten wir schon angehalten und kamen auch schon ein paar Motorräder aus Osnabrück und Paderborn da an. Und Hamburg. Hamburg auch. Also, es sind so ein paar Motorräder sternförmig aus ganz Norddeutschland hierher unterwegs nach Wolfsburg. Und wenn ich den Dieter Schneider richtig verstanden habe, dann sollen heute auch wieder ein paar hundert Motorräder hier aufkreuzen. Wir werden erwartet. Letztes Jahr auf dem ersten Fellows Ride in Würzburg, da waren so, ich glaube, 350, 400 Motorräder so um den Dreh. Und dieses Jahr will er ja ein paar mehr Veranstaltungen in ganz Deutschland machen, ne? So, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Es gibt hier in Wolfsburg eine, das ist die erste im Jahr und dann wird es noch eine geben in Würzburg. Es wird eine im Odenwald geben, die wird von unter anderem von Mr. B, von Erik. Ich weiß jetzt nicht, ob sie von ihm organisiert wird, aber auf jeden Fall ist er da mit im Orga-Team mit dabei. Und dann noch eine in Innsbruck. Wow. Tirol. So, in Wolfsburg sind wir schon mal angekommen. So. Dann erzähl uns mal nochmal, wer heute alles dabei ist. Ja, heute alles mit dabei ist. Hinter uns sind Elke und Ralf. Und jetzt muss ich mal schnell aufs Navi gucken. Er sagt, ich soll jetzt hier rein. Das glaubst du auch selber nicht. Ich fahre doch nicht hier durchs Park. Sag mal, was ist denn das für eine schwachsinnige Navigation hier vom Map Factor Navigator? Spinnt der oder was? Der hat jetzt gemeint, ich soll hier ins Parkhaus fahren. Jetzt macht er neue Berechnung. Gut, also Elke und Ralf sind hinter uns und dahinter fährt Axel auf seiner Super Tenere und ganz hinten unser Achim. So, und jetzt sollen wir hier rechts ab. So, guck mal, Volkswagen Arena. Hast du hier irgendwo ein Schild gesehen, wo drauf steht Volkswagen Arena? Nein. Ich auch nicht. Da stehen welche, links. Ein Motorrad habe ich schon gesehen. Ja. Dankeschön, mein Name ist Peter Gretler, bin einer der Mitorganisatoren des Fellows Ride. Dieter und ich sind schon sehr, sehr lange befreundet. Aber die Story erzähle ich nachher, wenn alle da sind. Ja, für euch alle, jetzt soll Kaffee funktionieren. Hier beim Karl, also direkt vor unserem Fellows Ride Mobil, gibt es die Aufkleber für Wolfsburg, gibt es Bändchen und natürlich, ihr wisst ja, wir sind ja heute unterwegs für die Depressionshilfe. Was wir brauchen, ist euer Griff bei den Männern dahin. Bei den Frauen weiß ich gar nicht, wo verstecken Motorradfahrerinnen ihr Portemonnaie ist. Ah, in der Innentasche, genau. Also bitte guckt mal, ob noch der ein oder andere Euro übrig ist. Und wie gesagt, wenn alle da sind, gibt es nochmal dann den offiziellen Teil. Denn
liebe Motorradfahrerinnen und Fahrer, wir haben ja heute eine Motorrad-Demo. Das heißt, wir unterliegen da ganz strengen Vorschriften. Ich habe vier drin. Komm nachher. Erstmal habt Spaß. Toll, dass schon mal so viele da sind. Wie gesagt, es kommen noch mehr. Die Polizei ist schon da, die uns begleitende Motorradstaffel. Jetzt sehe ich gerade, kommt Roten Kreuz oder irgendwelche Sanitäter. Ja, das wird heute. Und ihr wart alle brav, habt alle euer Essen brav aufgegessen. Es wird ja genial, das verspreche ich euch. Also, bis gleich. Guido. Mit unserem Guido Molinari, Polizeihauptkommissar, im Ruhestand, muss ich leider der Ordnung halber dazu sagen. Aber er ist eine Granate, was Touren betrifft, was die Kommunikation zwischen der Polizei und uns betrifft. Also Guido Molinari, toll. Karl Müller, der Mann vom Infostand, der uns den Rücken frei hält. Alles, was organisatorisch ist, Anmeldungen und Schreibkram und tralala. Karl ist mit seiner Feel-Good-Solution immer viel gut unterwegs. Der Karl, viel gut, auch heute eine Granate hier. Ich darf gleich einwerfen, bei ihm gibt es Aufkleber von Wolfsburg und natürlich auch unsere berühmte und beliebte Spendenbox. Die schreit immer, weil es noch nicht voll ist. Komisch. Ja. Also, weiter geht's. Der David. David Gretler, mein jüngster Sohn und der Mann der Technik. Der kümmert sich, dass hier was rauskommt. Hilft dem Karl beim Aufbau, Abbau. Auch ein Mann, ohne den wir Fellows Ride nicht machen können. Danke, David. Was mich ganz besonders freut ist, wir haben schon Gäste da, und das sind nicht nur Gäste, das sind die Macher von Tirol, denn in 3 Wochen startet in Tirol, in Innsbruck, der Fellows Ride, wo es dann rauf geht auf das Timmelsjoch Motorradmuseum, und das wird bestimmt auch sehr schön, auch wenn wir heute erstmal Wolfsburg proben wollen, aber ich begrüße Doreen und Sebastian Schneemann ganz herzlich. Toll, dass ihr gekommen seid. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns schon riesig auf euch, deswegen auch mit eigener Nummer. Ja, und jetzt kommt der Mann von Wolfsburg, jetzt kommt euer Mann, denn ohne ihn, und es ist so, wie es in Tirol war, so wie es im Odenwald war, er hat sich irgendwann gemeldet, ich glaube per Mail, gell, hattest du den Dieter angeschrieben, ey, was ihr macht, finde ich toll, möchte ich unterstützen, und was haltet ihr davon, ich mach das in Wolfsburg. Dann haben wir gesagt, wow, Wolfsburg wäre natürlich richtig toll. Und das hat er tatsächlich, er hat es durchgeboxt, mit ein bisschen Unterstützung hat er das hingekriegt. Und heute werdet ihr alle erleben, was wir für einen tollen Tag haben. Lieber Nelson, dir nochmal tausend Dank. Ohne dich wären wir heute alle nicht hier. Und jetzt übergebe ich an Nelson. Wir hören uns heute Mittag wieder. Und ich wünsche uns allen, ich wünsche euch Spaß. Und vor allen Dingen eine gute Fahrt, ohne dass wir irgendwelche Störungen haben. Nelson, du hast das Wort. Erstmal guten Morgen an alle. Was kann man noch ergänzen unter diese Aufregung? Aber alles wird gut. Ja, also als ich Dieter kennengelernt habe und ich war so beeindruckt von seiner Geschichte und quasi von seinem Schicksal, dass ich gesagt habe, okay, sowas müssen wir nach dem Erfolg in Wolfsburg letztes Jahr, müssen wir das auch in Wolfsburg machen. Und ich freue mich, dass wir das dafür machen dürfen. Und je mehr wir an das Thema rangehen, Depression, ihr glaubt nicht, wie viele Menschen auf uns zugekommen sind in den letzten Wochen, die direkt oder indirekt betroffen sind und bei uns sich bedanken haben, weil wir das machen. Das heißt, das zeigt, dass sowas absolut sinnvoll ist. Und deswegen mein erstes Wort, mein erstes Dankeschön, mein erster Applaus ist für euch, weil ohne euch wäre das hier nichts möglich. Vielen Dank. Alleine würde ich auch das nicht hinkriegen, selbstverständlich. Mein erstes Dankeschön geht an Ducati Wolfsburg. Ich weiß nicht, wo Fabian ist im Moment. Aber sie fahren, genau, Fabian,
Sie fahren nicht nur mit, Sie haben nicht nur gespendet, aber Sie fahren auch mit einem Transporter mit. Und wenn was ist auf dem Weg, Sie werden uns auch helfen. Markenunabhängig, selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich, deswegen großer Respekt und vielen Dank dafür, dass ihr auch dabei seid. Dann auch, hat Peter schon erwähnt, auch Touratec, großer Sponsor, große Unterstützung, Unterstützer von Dieter Schneider, hat sogar das Motorrad bereitgestellt und verklebt. Da sind wir auch sehr dankbar. Dann ein paar persönliche Dankeschön. Tina, ACM Braunschweig. Ich weiß nicht, seit der Gedenkfahrt in Salzgitter, wie oft ich dich genervt habe mit Anfängen-Fragen. Ich kann nur dankbar sein, dass du geholfen hast und nächstes Jahr werde ich wieder auf dich zukommen. Vielen Dank dafür. Und danke, dass du dabei bist. Ja, dann nebenan steht schon Sabine von Johanita. Auch ein Dankeschön, dass ihr das mitmacht, alles ehrenamtlich. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und uns auch für uns auch sorgt, sozusagen. Vielen Dank. Auch ein Wort zur Polizei, die uns auch für unsere Sicherheit sorgt. Peter hat schon alles gesagt, also wir fahren ganz entspannt, also mit Begleitung der Polizei, gesperrten Straßen. Das heißt, wenn die Polizei noch an einem grünen Ampel vorbeifährt oder durchfährt, die Kolonne fährt weiter, wenn das mittlerweile dann rot ist. Wir zählen, wie Sie sagen, wir zählen nur als ein Fahrzeug, deswegen immer durchfahren. Wenn irgendwann ein Auto dazwischen noch ist und anhält, weil rot ist, dann vorbeigehen und weiterfahren. Ganz wichtig. Und was mich auch, oder was mir an Herz liegt, wir machen das nicht nur für den guten Zweck der Depressionhilfe, aber wir wollen auch einen guten Eindruck von der Motorrad-Community hinterlassen. Deswegen kein Krach machen. Wir wollen nächstes Jahr, wenn wir wieder fahren, dass die Bewohner von den Dörfern, wo wir durchfahren, dass sie an der Straße sind und uns winken und begrüßen. Ja, dann klar, ohne dieses Team hinter mir wäre nichts möglich. Karl, Peter und Guido, unsere Polizeimitfahrer. Vielen Dank, also an euch, Karl, ich weiß nicht, gefühlt haben wir in den letzten 6 Monaten 5-mal am Tag telefoniert. Vielen Dank dafür und klar, mein letztes Wort an Dieter. Ich kann nur dankbar sein, dass ich es machen darf. Und dass du dabei bist. Vielen Dank. Ja. Nämlich fertig. Neben mir steht der Marc und wir machen uns jetzt fertig und dann geht's los Richtung Hannover. Ja. Zur HDMI. Ich habe gestern noch gesagt im Video HDMI Arena, aber HDMI ist irgendwas anderes. Nee. Ne? Das stimmt. HDI Arena. Ja. Ja, genau. Ja. So, dann anziehen und los. Bis gleich. Sind das schon, ne? Ja. 10 durch. 1. 2.
Also ich denke mal, so knapp an die 200 werden wir schon sein. Das ist jedenfalls eine Mordschlange hier. Sind die ja geil, diese gelben Lichter, ne? Die sind so richtig was zu lächeln. Gelben sind doch was für Anfänger, Achim. Blaue muss man haben, nicht gelbe. Ja, ich hatte ja immer blaue drin, aber du hast ja gesagt, du fährst so ein bisschen nicht mehr. Ich sehe, wir sind alle wohlbehalten hier angekommen. Bevor wir jetzt große Reden schwingen, bevor wir irgendwas machen, schauen wir alle mal nach rechts von euch aus gesehen. Alle mal nach rechts schauen. Seht ihr? Das sind die schlappbeißende Damen dabei, die Damen und Herren, die uns hierher geführt haben. Ich will jetzt Applaus geben. Das gar nicht möglich gewesen und ja, so ganz fein danke. So, Nelson, wie geht's dir nach dieser Feuertaufe? Ich weiß noch, wie uns, ich gucke hier zum Dieter runter, als wir letztes Jahr dann auch endlich eingelaufen sind an unserem Zielort, und dass wir uns, haben wir gesagt, es war unfassbar schön, es war einfach toll. Das hat nichts mit Motorradrasen, Fahren oder so zu tun, sondern das ist eine bewusste Aufmerksamkeit erzeugen für die Depressionshilfe, damit die Menschen auch draußen auf den Straßen spüren, was wir tun. Wie ging es dir, Nelson? Also ich habe heute Morgen sehr oft die Frage bekommen, wie es mir geht. Jetzt kann ich die Frage beantworten. Mir geht es gut, beziehungsweise mir geht es sehr gut. Also im Spiegel zu schauen. Ins Spiegel zu schauen und so eine Kolonne zu sehen, für diesen Zweck, es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Vielen Dank nochmal, dass ihr alle da seid. Und ich wollte das auch betonen, ich habe mich gerade auch persönlich bei der Polizei bedankt und bei den Jungs von MTIS. Sie haben einen tollen Job gemacht. Wir sind reibungslos hier in 2 Stunden. Wir hatten 4 geplant. Oh. Wir sind in 2 Stunden hierher gekommen, einwandfrei. Das ist also Gott, dank der Polizei und die Jungs von der Motorradstaffler MTIS. Vielen Dank, Stefan. Ja, kannst du kommen. Ja, vielen Dank, dass ich kurz was sagen darf. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Nelson, für die gelungene Veranstaltung. Ja, es war uns eine Freude, dass wir eingeladen wurden, die Veranstaltung zu begleiten. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass es euch gefallen hat. Das ist bereits da drüben bei der Truppe angekommen. Vielen Dank für euren Applaus. Das Wichtige ist, dass es dem Veranstalter gefällt. Noch wichtiger ist für uns, dass es den Polizeikräften gefällt. Jawohl. Und von denen haben wir gesagt bekommen, dass wir einen guten Job gemacht haben und dass sie wieder mit uns zusammenarbeiten möchten. Also, ich bitte euch, gleich im Kalender einzutragen, nächstes Jahr das Datum des Fettus. Was? Ja? Das Datum des nächsten Fettus in 23. Ja, denn wenn ihr euch anmeldet, dann macht der Nelson das nochmal. Ja, und wenn der Nelson das nochmal macht, dann dürfen wir auch wieder kommen, weil die Polizei dann nehmen wir das mal. Also, vielen Dank. Vielen Dank und ich gebe mal wieder zurück an Nelson. Ja, jetzt, ihr seht, Robert-Enke-Stiftung hat schon ihren Infostand aufgebaut.
Es wäre toll, wenn der Dieter vielleicht zu uns hochkommt und wie immer Dieter ein bisschen erzählt, nicht nur wie es zum Fellowsride kam, sondern was auch deine Motivation war, zu sagen, wir machen hier alle ehrenamtlich für eine wichtige Volkskrankheit, die es ja mittlerweile geworden ist. Und ich glaube, viele von euch interessiert es auch, was Dieter sonst so treibt auf dem Motorrad, denn er ist ja weit über 120.000 Kilometer. Dieter, du musst nämlich genau und ein Fellows Bike nah dran ans Mikro. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Funkprobleme hier. Vielleicht, wenn man von irgendjemand gestört, keine Ahnung. Ja. Vielen Dank, Peter. Nelson, vielen Dank für alles. Ich glaube, das ist klar, dass es nicht das erste Mal war. Also können wir schon mal nach dem Termin für nächstes Jahr gucken. An euch eine Information, die, glaube ich, für den Nachmittag wichtig ist. Jetzt nicht mehr über rote Ampeln fahren. Ja, ab jetzt nicht mehr über rote Ampeln fahren. Ach so, okay. Ja, ja, also... das soll jetzt besser gehen. Und, lag am Mikrofon. Ja, wie der Peter schon angekündigt hat, die Idee kam ja in Australien auf meiner Reise um die Welt. Und ich habe eine persönliche Geschichte, weil sich mein Sohn vor 8 Jahren nach einer sehr starken Depression das Leben genommen hat. Und ich dann mit unserem Motorrad sozusagen... Reisen gemacht habe, erst durch Afrika, dann einmal um die Welt und so weiter und so fort. Und in Australien habe ich an so einem Black Dog Ride teilgenommen. Black Dog, der schwarze Hund, das ist da drüben ein Synonym für Depression. Und da waren 6.000 Motorradfahrer unterwegs oder Motorradfahrerinnen auch im landesweit in allen Städten in Australien. Da, wo ich mitgefahren bin, das war in Melbourne, waren es weniger als hier, waren es 160, deswegen bin ich ganz stolz, dass wir das schon mal geschafft haben. Und damals unterm Helm, was für mich persönlich natürlich wahnsinnig beeindruckend war, diese Ausfahrt. Und da habe ich gesagt, boah, sowas mal in Deutschland machen oder hier ja in Würzburg mal anfangen. Und dass es dann geklappt hat wie hier, das ist schon klasse. Ich selber bin nicht direkt von Depressionen betroffen, nur indirekt über den Tod meines Sohnes. Insofern kann ich die Rolle des Ausstehenden oder die Rolle des aus dem sozialen Umfeld etwas dazu sagen. Ein paar Zahlen, aber ich habe gesehen bei der Robert-Enke-Stiftung da unten, ihr habt da so ein Board mit ganz tollen Zahlen, da kann man mal schätzen, das ist also hochinteressant. Eine Zahl für uns Männer, ich meine, hier sind wir zu 80%, glaube ich, Männer. Depressionen sind bei Frauen doppelt so hoch wie bei Männern, statistisch. Es liegt aber nicht daran, dass es wirklich so ist, zahlenmäßig, sondern es liegt daran, dass wir harten Männer das einfach nicht zugeben und nicht darüber reden, im Gegensatz zu den Frauen. Und das ist, glaube ich, so ein Kernproblem bei der Krankheit, dass noch nicht offen darüber gesprochen wird. Und die, die betroffen sind, sich teilweise auch gar nicht trauen, darüber zu reden, und dann verzögert sich das und dann wird es vielleicht zu spät, weil Depression ist gut behandelbar, wie die Ärzte und die Psychiater sagen, wenn sie frühzeitig erkannt ist. Wenn sie nicht frühzeitig erkannt wird, ist es eine lebensgefährliche Krankheit. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Aufmerksamkeit lenken darauf, dass wir uns informieren und dass wir, auch selbst wenn wir nicht betroffen sind, darüber Bescheid wissen. Weil ich habe es an meinem Sohn erlebt, wenn mal jemand an Depression erkrankt ist, hat er alles nur keine Energie. Er kommt gar nicht mehr hoch, um zum Arzt zu gehen. Das heißt, er braucht uns dann aus dem direkten Umfeld. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle darüber Bescheid wissen und wissen, was zu tun ist und den schnellsten und nächsten Weg zum Arzt finden. Das ist eigentlich so das, was ich als Nichtmediziner weitergeben kann. Und dann sind wir schon bei dem zweiten Problem. Versuchen Sie mal einen Termin in der Psychiatrie zu kriegen. Dann heißt es, naja, bei mir war das damals, kommen Sie 6 Monate wieder. Und dann habe ich gesagt, bis dahin, das ist zu spät, also das ist ein Problem. Wir haben viel zu wenig Therapieplätze. Die Psychiatrie an den Kliniken ist im Gegensatz zu Neurologie, Kardiologie, Orthopädie vernachlässigt. Das kann man einfach so sagen.
Die Krankenkassen verteilen immer noch viel mehr Geld in die klassischen Disziplinen als in die Psychiatrie. Das liegt halt auch daran, dass so wenig darüber gesprochen wird, dass es so ein leichtes Tabuthema ist, dass es de facto keine Lobby für psychische Erkrankungen gibt in unserer Gesellschaft und in der Politik. Deswegen ist auch der Druck gar nicht da, um mehr Geld dafür freizumachen. Es gibt da eine Statistik, die ist so auf der einen Seite blöd, aber auf der anderen Seite sagt sie viel aus. Wir haben knapp 3200 Verkehrstote im Jahr. Jeder ist zu viel, das ist ganz klar. Wir haben in Deutschland 10.000 Suizide. Das heißt fast dreimal so viel wie Verkehrstote. Von den 10.000 Suiziden sind 6.000 aufgrund von Depressionen. Das heißt doppelt so viele Suizide durch Depression als Verkehrstote. Wir haben für Verkehr ein Ministerium, Verkehrsministerium, da wird viel Geld ausgegeben, um diese Rate von 3.200 runterzukriegen, was ja richtig ist, Verkehrssicherheit, alles richtig. Aber es gibt kein Ministerium, was sich um die 6.000 Suizide kümmert. Und insofern sind so Aktionen wie heute, glaube ich, ganz wichtig. Auch wenn ihr nichts gespendet habt, aber ihr habt, glaube ich, mitgemacht an einer Aktion, die genau dafür sorgt, ne? Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, auf diese Krankheit, die mittlerweile wirklich eine Volkskrankheit ist. Und insofern, dabei sein ist alles, ist das Motto. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, durch die Dörfer eben. Die kleinen Kinder haben gewunken. Und die, also das war sehr positiv, was wir heute geschafft haben. Wir haben einen guten Eindruck hinterlassen, was hast du ja auch beim Start gesagt, was ja auch für die Motorrad-Community gut ist, weil es sind eben nicht nur böse, laute Motorradfahrer, die nur auf Krawall aus sind, sondern es sind auch Menschen wie du und ich, die dafür stehen. Deswegen glaube ich, ist das Thema Depression und mentale Gesundheit sehr gut angesiedelt in der Motorrad-Community. Ne? Also in dieser Männerwelt auch, ja? Dass wir halt auch als Männer darüber reden können, und offen sind und ja, Aufmerksamkeit schaffen. Das ist das, was ich aus meiner Perspektive dazu sagen kann. Ich freue mich, dass die Robert-Enke-Stiftung mit an Bord ist. Die haben tolles Informationsmaterial da ausliegen, da kann man sich bedienen. Ansonsten gibt es in Deutschland die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die auch eigentlich so die Anlaufstelle ist für Fragen, da auch wirklich gute Tipps und Informationen weitergeben kann. Und ansonsten, ja, der Arzt. Prima. Vielen Dank dafür. Ich darf mich an der Stelle auch nochmal bei allen bedanken, die uns gefördert haben. Touratec hat mir das Bike hier für dieses Jahr, für diese Fellows-Rides zur Verfügung gestellt. Und die machen auch viel Medienarbeit für uns, sind unsere Freunde. Ducati, danke nochmal für euch, für den Servicewagen und so weiter und so fort. Ganz toll, auch für die Spende. Und Dirk, wo bist du? Der Kaiser, kommst du noch kurz hoch? Und dann stellvertretend für die Spender und für euch auch, würde ich gerne den Dirk hochbringen, der uns 500 Euro gespendet hat im Vorfeld, auch so aus der Hüfte heraus, ohne groß Anträge zu stellen und Formulare auszufüllen. Und Dirk, vielleicht sagst du stellvertretend für die Spender etwas zu deinem Projekt. Ja, danke. Ja, vielen Dank, Dieter. Ja, ich bin hier genauso wahrscheinlich wie die meisten bei sozialen Netzwerken auf Fellows Ride aufmerksam geworden. Hab dann Kontakt zu Dieter aufgenommen, weil ich repräsentiere auch eine Organisation, die sich aber um aktive und ehemalige Soldaten kümmert, die an PTBS erkrankt sind. Und von daher haben wir auf jeden Fall Schnittstellen, weil Depression ist halt auch ein Thema, was im PTBS eine wesentliche Rolle spielt. Posttraumatische Belastungsstörungen, ne, für Leute, die aus dem Einsatz zurückgekommen sind und ja, mit ihrem Problem oftmals alleingelassen werden. Ja, und deswegen war der Schulterschluss für uns sehr wichtig. Wir haben Dieter mit dem Fellows Ride auch auf unserer Homepage schon verlinkt und jeder, der die Möglichkeit hat, den kann ich nur auffordern, das auch zu tun, weil das, was du gesagt hast, Öffentlichkeit schaffen, ist, glaube ich, einfach erstmal das Wichtigste und das Thema einfach ins Bewusstsein rücken. Und wer über uns was finden möchte, unter Green Devils Military Brotherhood auf der Homepage, kann man aber auch über uns was finden. Ja, vielen Dank, Dieter. Ja, wir haben zu danken, Dirk. Und das Thema, was du vertrittst, ist natürlich leider aktuell und relevant zurzeit. Aber deswegen vielen Dank dafür. Wir werden nachher noch Spendengelder übergeben, also in Form von Schecks an die Robert-Enke-Stiftung und an KISS.
Da wirst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Ich denke auch, dass die Robert-Enke-Stiftung dann auch noch zu dem Projekt Impression, Depression was sagen wird, wo wir heute alle für gespendet haben. Wir sind noch am Auszählen sozusagen von den Spendenboxen. Aber ich glaube, es sind immer noch offen, oder? Sind sie schon geschlossen, Peter? Nein, niemals. Sind schon offen, sind immer noch offen, genau. Ja, ja, prima, dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin total stolz, dass wir in diesem Jahr noch 3 weitere Fellows Rides haben. Also jetzt am 9. Juli in Innsbruck, der Fellows Ride Tirol. Der Organisator und die Organisatoren sind da. Das wird super schön, also weil wir da oben aufs Timmelsjob fahren, wo es dieses Motorradmuseum gibt, was vor ein paar Jahren abgebrannt ist und jetzt wieder neu aufgebaut wurde. Sebastian, bist du da? Sebastian! Da ist er, kommt er, genau. Da kann er vielleicht was zu dem Fellows Ride Tirol sagen, Werbung machen. Warst du schon unterwegs nach Tirol? Ja, ja, ja. Okay, Sie werden den Tiroler Akzent jetzt vermissen bei Sebastian, weil er aus Magdeburg ist. Ja, genau, seit zehn Jahren Wahltiroler in dem Fall. Was kann ich sagen? In dem Fall am 9.7. kann ich euch alle ganz herzlich einladen nach Tirol. Vielleicht, wenn ihr Zeit habt oder eine Woche vorher unterwegs seid, gerne auch am 6.7. nach Innsbruck ins Metropol-Kino. Da haben wir nämlich eine Vorstellung mit dem Dieter zusammen und mit seinem Film Ride Don't Hide. Und ja, und dann am 9.7. hoffe ich natürlich auch auf so ein Wetter. Das wäre natürlich richtig klasse. Und wir starten in Innsbruck in der Olympia World und fahren dann durch Sellrheintal. Kütai sind da schon 2000 Höhenmeter hoch, also wunderschöne, wunderschöne Landschaft, die man so eigentlich immer nur im Winter dann irgendwo sieht. Fahren dann runter ins Ötztal bis zum Timmelsjoch bzw. bis zum Motorcycle-Museum. Der Eintritt ist frei für alle Teilnehmer. Es darf natürlich gespendet werden, es ist alles für die gute Sache. Und ja, je mehr von euch kommen und die andere Hälfte holen wir dann aus Österreich und aus Tirol und aus Südtirol und Italien, wo sie überall herkommen könnten. Und würde ich mich total freuen. Dankeschön. Ladies first natürlich. Und zunächst einmal herzlichen Dank. Wo ist überhaupt wieder? Senada. Dass wir jetzt zusammen was gemacht haben, das mit dem gleichen Ziel. Wir haben ja das gleiche Ziel und ich finde es toll, auch mit der Information, die wir nicht liefern können. Das finde ich ganz klasse. Also wir sind herzlich eingeladen, zu dem Informationsstand nochmal hinzugehen. Und wir haben auch ein tolles gemeinsames Spendenprojekt, Impression, Depression, rausgefunden. Und wenn du da vielleicht was zu sagen willst. Ja, also ich freue mich, hier zu sein, eingeladen worden zu sein. So viele Motorradfahrer, die für den guten Zweck fahren und das Thema enttabuisieren. Das ist eben wichtig, dass man darüber spricht, dass sich viele einsetzen. Und mit dem Geld werden wir weitere Projekte realisieren können. Und auch wenn ich mit dem Motorsport nicht so viel zu tun habe, finde ich's Wahnsinn. Und die Maschinen sehen natürlich auch toll aus. Also immer vorsichtig fahren und nicht zu schnell. Also herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich auf das Foto und nochmal herzlichen Dank für die Initiative. Und es ist einfach wichtig, dass man drüber spricht und das Thema nicht vergisst. Also herzlichen Dank, Dieter, Nelson und allen, die da sind. Vielen Dank und eine Art und Weise, Dankeschön zu sagen, für uns ist natürlich auch monetär, genau. Genau, erstmal vielen Dank, Dresel, dass du hierher gekommen bist. Wir wissen, deine Agenda ist auch ziemlich voll. Und auch ein großer Dankeschön an Tilman, die uns die ganze Zeit in der Vorbereitung begleitet hat. Vielen Dank, Tilman. Und ja, also wir freuen uns, dir 3.000 Euro zu geben für Impression, Depression und alles für den guten Zweck. Vielen herzlichen Dank.